Wir sind jetzt auf der Suche nach dem nächsten Schlafplatz. Herr Goldmann hat was unter so einer Brücke navigiert. Vielleicht wird das unser Schlafplatz werden für heute Nacht. Wir sind sehr gespannt drauf, ob der tauglich dafür ist. So, wir haben gerade die Brücke begutachtet und das sieht so aus, als ob da ganz oft ein Fluss rüber schwimmt und dass jederzeit immer wieder so ganz viel Wasser aufsteigen könnte. Also jetzt ist gerade frei, aber vielleicht über Nacht kommt Wasser durch. Und nicht, dass genau dasselbe passiert wie bei uns in Portugal. In Portugal. Als wir uns auf der Insel retten mussten, weil wir da überschwemmt worden sind und noch eine weitere Nacht darauf pennen mussten. Und deswegen haben wir uns doch dagegen entschieden, gegen diese Brücke. Und wir pennen dann hier unter diesem Busch, unter diesem Baum, genau. Das ist in der Nähe von der Brücke, beziehungsweise in der Nähe von der Fluss. Und wir hoffen, dass wenn das Wasser steigen sollte, dass der uns nicht erwischt. Dass er nicht zu stark, nicht, dass der alles überschwemmt, ja. Und wir auch schon wieder nicht daher wegkommen. Das ist so richtig dumm, Alter. Wir müssen um 8 Uhr schon in der Bushaltestelle sein. Bushaltestelle ist direkt daneben an. Und stell dir mal vor, Fluss kommt und wir sehen den Bus, wie er wegfährt. So, den wir unbedingt brauchen. Das wäre richtig beschissen.